Ja, wir sind Jack Eyes aus Freital Dresden, so um die Umgebung. Wir machen Psychobilly Punkrock, das ist so ja, eine Mischung aus den, so Rock'n'Roll und Punkrock halt. Ich bin der Sänger, bin 22 und komme von hier. Also erstmal, ich bin Alex. Ich bin 24, gehe straff auf die 30 zu und bin sozusagen Trommler. Ich bin der Sandro, 24, komme ursprünglich aus dem Haselbachtal, das liegt bei Kamenz und wohne seit einem guten Jahr in Dresden, deswegen sind wir auch eigentlich eine Dresdner Band, mehr oder weniger. Ja, und ich spiele Gitarre. Merci, Sandro. Ja, ich bin Martin und bin 26 und spiele Kontrabass. Ja, wie sind wir zu unserem Namen gekommen? Bad Mobile, das ist eine der ersten Psychobilly Bands. Und die haben einen Song, der heißt Ice Rock. Das war so mit dem ersten Song, den ich so diesen Genre gehört habe. Und weil man einfach einen coolen Vornamen brauchte, dachte man sich, hey, Johnny, Jack, Ice. Also ziemlich einfach. Seit wann gibt's uns? Martin und ich, wir sollten für unsere Schwester auf der Hochzeit spielen. Er hat noch nie Bass gespielt. War aber schön. Durch einen zufälligen Internet-Austausch haben wir Sandro gefunden. Und dazu kommt dann Alex, der dann in seinem Zustand vor 2 Jahren zugesagt hat, bei uns den Schlagzeugpart zu übernehmen. Das war zum Dirty Hell Festival in Tharandt. Okay. Seid ihr denn aufgeregt? Also Aufregung würde ich jetzt nicht sagen, aber man ist gespannt und man freut sich halt drauf, auf das, was kommt. Aufgeregt würde ich jetzt so auch nicht sagen. Man macht sich natürlich schon Gedanken, ob alles so läuft, wie es läuft und ob die Einsätze passen, ob der Sänger auch nicht wieder die Becken umwirft. Das Metronom in meinem Kopf, was sowieso anders läuft, halbwegs gerade läuft. Und ja, ich denke mal so, die Aufregung direkt kommt dann vielleicht ein bisschen so, wenn man anfängt, sag ich mal. Aufgeregt bin ich eigentlich nur in dem Moment, wo ich auf der Bühne gehe und bis zum ersten Ton, den ich singe. Vorher ist es einfach eine Freude und eher die Angst, ob man nie einfach während des Auftritts einfach mal umkippt. We'll be right back.
Seid ihr denn sonst noch Single, oder? Ich will gar keine Freundin, hab auch keine Zeit für sowas. Ich bin mit Jill befreundet, also Jill ist eine Freundin von mir. Da läuft vielleicht irgendwann mal was. Mal gucken, vielleicht, wenn sie das irgendwann mal sieht, Jill. Mit Manu außen wird Rooster. Ja, stimmt. Manu ist die beste Barkeeperin der Welt und das ist einfach die Traumfrau schlechthin. Ja. Kann die irgendeinen Cocktail sehr gut? Bier zapfen. Bier. Wenn ich da am Laden vorbeilaufe, da, und dann komme ich rein, steht das Bier schon auf dem Tresen. Also was will man mehr von einer Frau? When I'm drunk. Der mich am meisten fasziniert und inspiriert, ist Travis Barker von Blink 182. Na, ich eigentlich mehr klassischen Psychobilly, aber eigentlich doch mehr so richtigen Asi-Drecks-Second-Punk-Rock. Vorbilder, ja, da hat man einige. Klassischer Jazz-Bereich, was die Kontrabassisten angeht. Im Gesangsbereich sind es bei mir zwei Leute. Einmal Dave Gahan von Depeche Mode und der Sänger von The Damned, Dave Vanian. Ihr seht, wir machen die Art von Musik, oder wir rennen jetzt nicht alle so rum wie damals in den 80er oder 90ern. Das ist eigentlich ein Lebensstil, kann man sagen. Laut Wikipedia wird auf den Konzerten viel Alkohol und Drogen konsumiert und es geht nur um Spaß. Ich habe damals 2013 einfach nur um Suff zugesagt und seitdem bin ich dabei. Und ich glaube, wir wollen eigentlich Musik machen, andere Leute beglücken mit unserer Musik. Weil ich Kontrabass allgemein ziemlich geil finde und das passt halt in den Psychobilly rein. Weil es ist ja eigentlich das typische Musikinstrument, was halt in die Musikrichtung passt. Thank you.
so mittendrin war es halt schon mal richtig geil. Also es ist manchmal immer so, dass wenn man denkt, dass die Auftritte beschissen werden, dass sie am Ende nochmal richtig reinhauen. Und heute war es echt cool. Also wenn die Leute mitmachen, geht es bei mir auch ab. Und man muss sagen, dass Martin sich als erstes Mal so halb hingelegt hat mit dem Bass. Wo seid ihr denn bisher sonst noch so aufgetreten? Oberpöbel? Naja, Berlin, dann Leipzig, Fieber. Dann waren wir letztes Jahr in St. Petersburg und Moskau. Sind wir hin. Ja, das war. Ach nee, das war Görlitz. Alles so komisch auf. Ja, viel so in Ostdeutschland. Wir sind halt eine ostdeutsche Band wie Karat. Vielen Dank für Zuschauen. Und jetzt weiter mit Achim Hensel. Dankeschön. Ach ja, und Destroy Your Enemy. Fuck the World. Black flags ringing in my heart.